Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Ich merke gerade, dass ein guter Einfall gewesen wäre, wenn wir Radiance hätten. Aber wem sollen wir das sagen? Niemandem. Genau. So, und du versuchst mal Holly fertig zu machen. Während du so erstmal sie wiederbelebst. Dann Rotes. Können wir da irgendwie. Ah, die Abwehr aller Verbündeten. Warum mache ich dann das nicht? So, die Abwehr aller Verbündeten erhöhen. Und das Tempo nochmal. Und du machst die Chose mit dem Gift nochmal. Halt, alle Verbündeten. Alle Freunde. Ach, dann machen wir doch Toxin auf alle Gegner. Mal sehen, das hilft bestimmt. Der erhöht ja irgendwie nur seine Verteidigung. So. So, jetzt haben wir unsere Verteidigung mal erhöht. Ach du Schande. Okay, ihn hat schon mal erwischt. Kannst weitermachen. Doch, ist ja jetzt umsonst. Kann das gleich viermal hintereinander machen. Sie kann sich mit Heinke beschäftigen. Sie kann erstmal das Wichtigste machen. Ein Vitgra, und dann kann ich ja, da ich nicht nur harte Schale, sondern harter Kern habe, kann ich mich ja vollstens verteidigen. So. Jetzt kommt der Trick. Also ich finde die Idee ist doch super, oder? Muss man mir doch zugestehen. Also ich habe natürlich teilweise gesehen, dass das jemand das mit dem Quattro-Schaden habe ich bei jemandem gesehen. Sie hätten mal alle untersuchen können. So, erhöht. Geheilt. Erhöht. Geheilt. Ich mag dieses Spielchen. 750, also. Jetzt ist leider nicht mehr umsonst. Gratis Essen. Freibeuter, ist es günstiger geworden, oder? Nee, es ist teurer geworden. Diagnose. Okay, dann haben wir mal alle durch. Singen. Und der tickt schon fast durch. Halt, du machst dein Spielchen, machst du immer noch. Toxin auf alle Verbündeten, dann heilen wir sie wieder. Und dann kannst du mal dein Special machen. So. So. Oh, der hat 70.000, hat sie. Und er hat 80.000. Aber er ist bald futsch. 70.000.
Und 75.000. So, jetzt haben wir sie alle. Götterwaffe. Hoffentlich ist die auch noch auf Blitz eingestellt. Ah, ist ja nett. Und so viel Schaden hat sie jetzt auch nicht gemacht. Gratis essen. Quattro Schaden. Tja, den ersten Sieg. Okay. Ja, greife einfach mal. Boah, ich glaube, es ist fast schon besser, wenn sie ihn angreift. So. Ah, das ist natürlich nicht gut. Ich habe zu viel ausgegeben und vergessen, dass sie nicht nicht geheilt hat. In der ganzen Zeit. So. Toxin für alle. Ja, das läuft halt jetzt aus. Weil ich so lange brauche mit dem Feststellen. Ja, es dauert halt lang, bis man diese Kombination macht. Und besonders, wenn man sie immer wieder falsch macht. Aber dafür ist die Kombination eben auch sehr tödlich. Okay, warum habe ich ihr nochmal Medica beigebracht? Warum mache ich nicht einfach? Doch, ich kann auf ihn, kann ich das machen? Sie heilt einfach mal damit und greift mal hiermit an, damit sie auch was gemacht hat. Also, dann machen wir wieder den Toxin auf die Verbündeten. Wir brauchen jetzt langsam nicht mehr. Und das Toxin auf alle Gegner. Für 75. Das ist schon mal heftig stark. Aber wir haben schon den ersten besiegt. Und für 9999 macht sie... Also dadurch, dass Tis gerade die ganze Zeit ausgeschalten ist, haben wir ein Problem. Ha! Als ob den Sturm juckt. Oder kann ich dann das... Doch, kann ich immer noch. Ha, gratis Essen. Jetzt gehen wir mal auf ihn los, weil langsam nervt mich der. Weißmagie. So. So, Toxin. Medica. Toxin. Medica. So, dann geht er eben als erstes runter. Zack. Und noch einmal. Und noch einmal. Okay, den Magier, den muss man erledigen. Als,
Okay, und du kannst diese Toxinsache halt mal sehen, Toxin auf alle Verbündeten. Medica. Oh, und dann kann er das noch nicht. Und machen wir mal noch ein Vitra. Ach du Schande. Okay. Da habe ich mich so gut geschlagen und dann fängt er plötzlich an, hart zu zaubern. Da habe ich vergessen, meine Defense wieder hochzutreiben. Habe ich auch insgesamt vergessen, vielleicht meinen Mana hochzutun? Puh, aber interessanterweise sind sie besiegbar. Wenn auch, wenn sie auch wesentlich stärker erscheinen, als ich gedacht hätte. Also schwächer. Eigentlich sind sie ja wesentlich schwächer. Besonders weil ich wahrscheinlich, weil ich ja vergessen habe, mich zu heilen. Gut, so viel ist es jetzt nicht. So. Na, dann wagen wir ja noch mal den Kampf. Und den Heinkel müssen wir ja zuerst fertig machen. Ja, überspringen wir das. So. Verteidige dich. Sie kann erstmal eigentlich alle untersuchen. So, und du kannst schon mal das Tempo erhöhen. Ja, dann können wir hier die Toxine freisetzen und gleich mal alle wieder kurieren. Okay, ich hoffe, das kommt am Ende der Runde und ich heile mich rechtzeitig. Ah, das funktioniert sogar so rum. Dann kann ich mir ja das Ganze ein bisschen umändern. Gratis essen. Und Angriff. Was hat der Sichelmond? So. Jetzt. Erstmal da. Und dann singen wir uns mal die Verteidigung hoch. Und das Tempo sollte auch bleiben. Schwarzmagier. So. Und dann nochmal. Und dann Weißmagie. Und dann kann er mal anfangen. So. Ach, warum greift du normal an? Ich habe Quattro-Schaden vergessen. Und er hätte auch heilen können. Aber lass mal sie heilen. Autsch! Der fängt aber früh an. Die fangen aber früh an mit ihrem übertriebenen Stuff. Okay. Gut, jetzt muss ich alle wiederbeleben. Heilung bis zum geht nicht mehr raushauen. Und dann das Tempo, damit die auch früh genug dran sind. Okay.
Ja, der muss jetzt halt diese Toxinsache raushämmern. So, dann haben die auch sicher ein paar Plus. Gut. Was mit einem normalen Blitz? Oh. Okay, das. So. Puh, jetzt wird's heftig. Ja, verdammt. Sie hat, jetzt machen, gucken wir erstmal, dass wir ihn wiederbeleben. Und sie das Objekt gegen einen gesegneten Schild tauscht. So. Und er macht nochmal das Ganze mit Gift einmal, damit sie oben bleiben. Mediker. Okay, gut. Ich habe nicht erwartet, dass das so wenig macht. Schwachpunkt 9999. Naja, du wirst schon sehen, der Schaden ist nicht ganz ohne. Aber die hauen halt auch nicht ohne raus. Ich glaube, das ist sogar eine gute Taktik, dass er das immer macht. So. Da wir aber jetzt die Zeit schon überschritten haben, wagen wir es noch einmal gegen die zu kämpfen. Und ich hoffe, dieses Mal schaffen wir es. Ansonsten werde ich noch mal eine Trainingssession einlegen müssen und ein paar Spezialitäten einbauen. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Bravely Default. Bis dahin, auf Wiedersehen.